Hallo zusammen. Hallo. Willkommen zu Black Book Part 3. Mensch. Ja, wir sind auf dem Weg zu der alten Mühle und werden dabei noch ein paar kleine Sachen hier machen. Also auf dem Weg, wir sind schon sehr rumgeschlendert, sagen wir mal. Wir sind erstmal komplett in die andere Richtung gelaufen. Ja. Und dann sind wir nochmal auf jede Seitenroute gewandert, die wir gesehen haben. Und das machen wir auch noch weiter. Apropos Seitenroute. Dass man das immer halten muss. Mhm. Ist eine Zumutung. Ja. While traveling through the woods, you stumble upon a snake's nest. Baby snakes are still inside their eggs. Fortunately, the mother snake does not seem to be around. You make a small wall of stones around the nest and wait for the larger snake to come back. The mother snake soon returns. Seeing the barrier, she fruitlessly tries to get past, but soon leaves. Some time passes, and the snake comes back with a bunch of grass in its mouth. The snake touches the grassy mass to the stone barrier, and the wall instantly collapses. The snake is reunited with its nest. You quickly grab the grass before the snake hides it. It smells of rust. The only noticeable thing about it is the cross shape made by four leaves. Fortune has smiled upon you. You have found a break herb, a bundle of aromatic weeds that opens locks and barriers. Ja klar, das war auf jeden Fall gewollt. Wie gemein, ey, so eine Schlange einfach mobben. Ja, also you take the herb. Aber die Schlange wusste ja, Gott sei Dank, welches Gras sie dafür braucht. Ah, okay. Also, wir können damit das Schild eines Gegners aufheben. Mhm. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, wir sind eine gute Hexe. Anscheinend nicht. Naja, gut, ein paar Schlangen kannst du ja mobben. Die machen ja nicht viel. Auf zum See. Nächsten. Jetzt geht's los. On a hillside near Kacheva Lake, you see two silhouettes. One is combing the other's long hair. There is something strange in his uneven movements. Something that gives you shivers. Also ich finde es auch ganz interessant, dass hier immer Nacht zu sein scheint. Unser Grandpa, unser Großvater, hat ja gesagt, wir sollen vor Anbruch des nächsten Tages wieder da sein, glaube ich. Aber ich glaube, das passiert einfach erst, wenn wir die Quest erledigt haben. Mhm. Also ich habe jetzt keine Zeitansage gesehen oder so. Und hier ist es immer Nacht. Wir sind immer nur nachts draußen. Und the black figures disappear as soon as you recite the name of God. Schade. Siehst du, hätten wir angreifen können, dann hätten wir wieder eine neue Karte gekriegt. Aber du machst ja immer alles kaputt. Ja, ich weiß nicht. Manchmal, vielleicht sind es auch manchmal... Du machst ja immer alles kaputt. Zu starke Gegner will ich aber wir kriegen auch noch einen Banditschka irgendwo. Ja. Wenn du es mal richtig machen würdest. Nach. Gloomy windmill arms creak in the distance, parting the pre-dawn fog. The shadow of an owl passes overhead. It crosses your path, a bad omen. Since man's path and man's destiny are as one. Yet, could it be it was trying to point you somewhere? Follow. Suddenly, you come upon a swamp and stop at its border. It is dangerous to continue onward. You turn to go back and notice a devil's finger beneath your feet. Mm-hmm. Schau an. Können wir uns auch mitteilen. Oh, super. Ja, jetzt haben wir natürlich noch zwei Abzweigungen, die wir natürlich nehmen. You meet two travelers from Bigichi Village, who are on their way to the fields. The three of you continue on your journey together. Near the mouth of a chasm, one of them jokingly tries to shove you into the pit. Hau ihn. Hau ihn. You strike the peasant backhanded. As you glare at your two traveling companions, they transform into black, shadow-cloaked demons. Ja, ja, die bösen Dämonen hier geben sich als Wanderer aus. Oh. Das sind aber Dämonen hier. Okay, also greifen wir... Was steht denn da oben? Ich weiß nicht, was der eine da macht. 15 Schaden. Ups. Aber ich glaube, der macht 15 Schaden in drei Runden. Ne? Ich weiß es aber nicht genau. Wäre es vielleicht sinnvoll, den zuerst auszuschalten? Mhm. Wie viel... Wir haben ja jetzt schon ein Dreier-Schild, ne?
Wir haben jetzt ein Dreierschild, ja. Das heißt also, der Damage von dem Kleinen da macht uns gar nichts. Dann können wir ja nur angreifen. Wenn wir. Doch, wir haben ja auch einen Key. Kuda. Das da vielleicht erstmal. Genau, Scroll. Ne? Dann der andere Scroll. Warte, welches? Ja, Damage each turn ist gut. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Und dann den noch. Also nur Damage erstmal. Ja. Wenn ich das richtig gelesen habe und der greift erst in 3 Runden an. Das möchte ich doch hoffen. Ja, jetzt steht da eine 2. Siehst du, jetzt blutet er, also kriegen wir den weg, bevor er uns angreifen kann. Richtig. So. Dann können wir jetzt, brauchen wir ein kleines Schild, das Kaba. Wahrscheinlich ist das kleinste. Ich denke, wir kloppen den jetzt einfach komplett weg, ja? Ja, kloppt den weg. Und dann einfach das kleine Schild, dann sind wir ja safe. Perfekt. So. Guck mal, wir sind doch perfekte Kämpfer hier. Ja. Wir sind erfahrene Hexe. Ja. Oh, jetzt haben wir nicht mehr viel zum Damagen, das macht aber nichts. Das ist Heilung, ne? Ja. Wegen dem Herzchen da, würde ich sagen. Ja. Können wir uns 2 Damage heilen. Mhm. Tja, fast, ne? Absolut. So, mal gucken. Okay, eine Runde noch und dann war's das. Für diesen kleinen Imp. Der Kleine. Schubst mich doch nicht einfach irgendwo runter, ja? Was soll das? Ja, hätte er sich besser mal anders überlegt. Guck mal, da haben wir da jetzt gewonnen. Bumm. Cool. Removes positive status. Das könnte auch mal sehr nützlich sein, wenn der Gegner sich bufft oder so. Hm. Aber der rechte ist auch ganz interessant. Ein Schaden gegen alle Gegner? Okay, wenn wir den aufpowern. Aber ich finde... Ja, weil eben genau diese Well-Versed... Obwohl, aber der ist ja nicht Well-Versed. Nee, nee. Der selber nicht. Also den kann man nicht aufpowern. Also ich würde eigentlich das hier sagen. Ja, würde ich auch sagen. Kling. Ring, bing, bing, warte mal, bing. Müssen wir nicht eigentlich auch mal unsere... Die müssen wir auch mal reintun, oder? Werden die automatisch hinzugefügt? Ich glaube, das können wir erst machen, wenn wir wieder Zu Hause sind. Nein, das stand zu jeder Zeit außerhalb des Kampfes. Dann mach mal was hier. Aber wir haben ja 16 schon drin. Die werden mit reingenommen. Guck, das mit drin. Die werden automatisch reingehauen. Ja, das ist ja super hier. Hä? Jetzt? Also... Da waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir zum Forest. Schon wieder Forest Gump. You walk around the windmill and approach the chewed forest. The grim silence envelops you. The only sound you hear is of the fir branches, whispering in the morning fog. Suddenly, you see a swarm of chorts flying out of the side of the building, gleefully throwing around pieces of the windmill's wooden machinery. Ja, also die machen ja kaputt, ne? Würde ich mal sagen, angreifen. Obwohl ein Schwarm? Das kriegen wir schon hin, aber die Frage ist, ob wir vielleicht ein Item noch kriegen können, wenn wir schauen, was da geschmissen wurde. Das da? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dann nicht mehr kämpfen können. The short swarm dives into the gloom with a chorus of angry screams. Ja. As the forest sinks into silence, ja. You inspect also the windmill's debris. Entweder oder. Among some wooden logs and mechanical parts, you find a small sack of flour. Aber mit den 3 Gold können wir auch machen was craften. Ja, das ist kein Gold, ist ein Rubel. Aber hey, Geld, Mann. Gut, dann gehen wir mal zur alten Windmühle. Mal sehen, was uns dort erwartet. Die Hauptquest. Schön. The spruce branches part, and an old mill stands before you. This place is filled with legends and stories from the surrounding villages. Those who visited this place at dusk, or worse, at night, speak of dark phantoms in the windows of the mill, of sudden gusts of wind and other devilry. It is what they call a bad place. Also ich muss mal gerade hervorheben, dass mir dieser Sprecher
unglaublich gut gefällt. Ja, das der macht gut. Das richtig gut. Ja, aber irgendwie, also ich weiß ja nicht, wie die Menschen hier leben. Ich würde woanders hinziehen. Ne? Hier gibt's nur Dämonen, hier ist immer Nacht. Furchtbar. Ach, so schlimm ist er nicht. Überall lauert es. It's hard to see anything in the dark gloom of the night. Nevertheless, you feel your eyes getting used to the darkness. Eine Axt, komm. The black book may be aiding you. Schmeiß das Buch weg, wir nehmen jetzt amidst noch die Axt. The thick grass, you spot an old axe. Its blade cut. One more strike. Mhm. Okay, da könnten wir ja vielleicht, wenn wir irgendwie einen starken Gegner haben, diese Axt benutzen. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Wenn es da... Ja! It's a carrier log. It's used to turn the mill. The old wood creaks in the wind. You can climb inside using a log. There is a small hole. The old windmill is creaking from the cold wind. It is not so often that you... Wir probieren natürlich jetzt erstmal die Eingangstür, die mit Sicherheit verschlossen sein wird. Aber trotzdem möchte ich einfach mal gerade daran. Ich kann mir die auch mit der Axt einschlagen. Das kann man bestimmt. Huch. Hä? Was machst denn du? Du laufen sehen. Okay. Das passiert gerade automatisch übrigens. Okay, das funktioniert nicht. wir gehen mal hier. It's a carrier log. Die bösen Geister wollen nicht, dass wir durch die Tür gehen. But your misstep leads to a painful fall. Another attempt and you are safe inside. Also, ja. Du bist aber ungeschickt. Offensichtlich. Das war aber jetzt wirklich deine Schuld. Das Spiel normalerweise lässt es jeden durch, aber du... Nee. Mhm. Okay. Boah, guck mal, dann. Da sind doch auch wieder Augen. Oh, die habe ich jetzt gar nicht. Wirklich? Da unten waren Augen, ja. Boah, eine Truhe, ja, ja. Mann. Looten. Chest. Oh. Ach, komm. Da wird da wohl ein bisschen Geld drin sein. In jeder Truhe ist Geld. Bis jetzt konnten wir immer alles direkt zu Geld machen. Wo sind da? Ah, da sind Augen. Ja, ich sehe sie da. Über den Säcken, über dem Mahlstein da. Da ist der Bösewicht. Mhm. Kann man da über die, auf die Leiter hoch? Nee, ne? Nee. Da war nichts zum Anklicken. Locker. You study the cabinet. Among various krinkas, old pots and birch bark containers, you find a sack with silver rubles. It might be of some use to you. Also ich finde, wir lassen es einfach mal hier, weil wir sind ja eine gute Hexe und wenn wir dem Miller, dem Müller da jetzt das Geld klauen, dann könnte das vielleicht irgendwann mal zu uns zurückschlagen. Hallo, wir haben uns das Geld verdient. Das ist Entschädigung dafür, dass wir bei seinem komischen Ding da runtergefallen sind. Und ach so. Drei Schaden gekriegt haben. Herb. Wir können ihn auch verklagen, wenn du willst. Das geht auch. Und kostet mehr als die paar... A broken block of wood is near the wall. It seems to be part of the windmill's mechanism and the reason why the grindstones are standing still. Through a hole in the wall, you see the woods of Chirgin. Machen wir gleich. Ah, hier ist auch nichts mehr. Okay. Ja, dann machen wir es jetzt. A broken block. Oh. Okay. Die war ein bisschen größer als ich. I expected to see a wretched old man, not a beautiful maiden. Der 13. Why are you here, then? Let's fight. Short, Übersetzung? Das sind ja die kleinen Dämonen. Achso. Hm. Die sollen wir ja well, what do you want with the windmill, then? Haven't you figured it out? Perhaps I was wrong about you. I thought of you to be a strong witch. A master of wit, deduction, and intellect. One endowed with knowledge that others do not possess. I guess not. The windmill is possessed. But is the demon's presence here as spontaneous as it appears to be? I must think about why he's here in the first place. Oh,
Ja, warum? Die Mühle ist... So. Wir können ja nochmal ganz kurz hier reingucken in die Enzyklopädie. Windmühle. Fahren wir jetzt leider nichts drüber. Das ist auch was anderes, glaube ich. Hilft uns nicht weiter, glaube ich, ne? Gehen wir nochmal auf einen drunter. Ne. Das ist schwierig. Wir können natürlich mal einen Tipp nehmen. Ich würde sagen... Ist das dein Ernst? Ja, stimmt natürlich. Die ist ja jetzt nachts, arbeitet die Windmühle. Das heißt, also, er muss ja die Dämonen dafür angeheuert haben, praktisch. Mit einem also, Sacrifice. Du meinst also drei? Denke ich mal. You were summoned by a sacrifice. You've been here since your creation. Well, you are knowledgeable indeed. Not to mention, I'm bound to this pitiful miller. But I desire a powerful master. Take me as your servant. My sacrifice will attract someone more agreeable. And you will have both your reward from the miller and the reward of my presence. Ja, machen wir. Ich würde auch sagen, ja. Machen wir. So be it. I could use a chort like you, if not just for the conversation. Wait. Perhaps you are not as strong as you seem. There is yet to be such a Khaldun who can outmatch the 13th brother. War ja klar. Bitte. Guck mal, den machen wir doch easy. Gut, yeah. Der ist zum Glück 50. Allein. Nix. Hau ihn weg jetzt. Hau ihn weg. Okay. Gut, was machen wir denn? Warte mal, was steht denn da jetzt? Attacks, wir machen wieder Waste am Anfang. Das heißt, der wird uns gleich eine Seite klauen, ja? Ich denke auch. Dann machen wir jetzt nur Schaden, oder? Mach auf jeden Fall den pro Runde Schaden Waste. Und... Ja, ich würde sagen, hier die beiden, ne? Fears, Amplifies. Ja, mach Fears. Ach so, geht ja nicht. Warte. Oder? Was machst du nochmal? Ja, obwohl, nee, wir haben ja nur einen davon. Ist auch egal. Mach den weg. Mach den weg und mach den Urasi. Urasi. Jawohl. So, okay, da sind wir durch. Erster Bosskampf. Erster Bosskampf. Ah, Shanga, Langa, Hanga. Du wirst jetzt uns gehören. Jawohl. So, was hat er gemacht? Der hat uns eine Seite geklaut. Anscheinend. Oh, gleich greift er zweimal an mit 5 Schaden. Würde ich sagen, können wir uns ja... Oh, schwer. Ja, also, nehmen wir den und den. Wir können uns natürlich auch noch... Warte mal, wir haben jetzt... Ja, können wir voll blocken hier. Wir müssen blocken. Machen wir. Wir müssen blocken. Aber dafür überleben wir die Runde. Und wir machen ja trotzdem Schaden. Ja, sehr schön. So arrogant. Do you really think you can defeat this ancient spirit? Ja. Yes. My book will help me. This can't be. Doch, ich denke schon. Was steht denn da jetzt? Increases attack of each page for one. Genau. Aber das ist von uns gewesen. Er wird sich also ein Schild von 13 geben. Das macht uns ja nichts. Jetzt nicht. Die können wir nicht benutzen.
Also, Attacke, nur Attacke. Aber wir können ja nicht nur Attacke, sondern uns auch ein scheiß Schild. Genau. Ha! Oh. Guck mal, Loser. Gut, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich verteidigen. Wenn wir das können überhaupt. Genau. Er greift an mit 10 Schaden anscheinend. Wir haben leider nur ein Schild. Das ist nicht gut. Warte mal. Versuch das mal. Ja, wollte ich auch gerade machen. Achso, das ist natürlich ein Key hier. Ja, aber das macht ja nichts. Der andere ist ja so nur heilen, oder? Der Igler. Machen wir das einfach. Schauen wir mal. Wir haben ja auch noch Heil-Items, das ist ja nicht so schlimm. Also der Schild von ihm, der geht ja sowieso in der nächsten Runde weg, aber einfach mal, um zu wissen, ob der dann positiver Status... Nee. Nee, leider nicht. Also müssen wir dann dieses Gras von der Schlange benutzen. Zum Beispiel. Schlangengras. Er greift schon wieder an. So, dann müssen wir uns gleich auch mal heilen. Schon wieder. Ich würde es jetzt so machen. Mhm. Aber wir haben ja notfalls auch noch Kräuter. Die wir eventuell so jetzt auch einsetzen müssen. Genau, aber ist ja gut. Er greift uns ja jetzt auch nicht an. Nein, dann brauchen wir uns auch nicht heilen, denn genau, wir sind ja danach wieder direkt zu Hause. Deswegen können wir, ja, aber wir haben leider keine guten Schadensdinger. Egal, wir hauen jetzt voll rein. Und in der nächsten Runde ist er besiegt. So. Ja, jetzt können wir ihn kaputt schlagen. Yep. Nee, Quatsch. Das reicht schon. Aber wir hauen trotzdem mal drauf. Genau, Overkill. Ha! Tja, wie war das mit... Du bist jetzt unser Diener. Wie war das mit Arroganz? Echt mal. Oh. Removes Negative Status natürlich auch nicht verkehrt irgendwann mal. Ja, okay. Babuschkas, da können wir natürlich sagen, was brauchen wir in der nächsten Runde, aber das wissen wir ja eigentlich nicht, ne? Ist schwierig. Das als Key, das als Order. Ich würde mal den negativen Status nehmen, weil dann haben wir wenigstens positiv und negativ schon mal irgendwas so beeinflussen können. Genau, ein bisschen. Ah, you gain a level and grow in power. Tring, 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 tring. You're now in the skills section of the menu. Here you can unlock new magic abilities. You can visit this section through menu at any time. With each level, you increase your health and gain knowledge points, which are necessary to unlock new abilities. As increase your level, more and more demons will join your swarm. Sehr gut. Some abilities unlock automatically at the moment of obtaining a certain level. Super. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen mehr Orders. Also wir sind jetzt Level 2. Aber das können wir nicht, weil wir sind... Ja, das ist sowieso, 5. Das ist Auto-Learning hier. Level 3, das könnten wir lernen scheinbar. Ah, das klingt aber scheiße. Wo sehen wir denn die Skill-Points eigentlich? Wir haben oben ganz links haben wir einen Skill... Ah ja. Einen Knowledge-Point oder was auch immer das ist. Genau. Ich. Ja, irgendwas, genau. Upsi. Gehen wir weiter. Knowledge... Number of active slots for items is increased by... Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir auch nicht. Noch nicht. Ah, nee, brauchen wir auch nicht. Wieso? Geld, Mann! Ja, weiter hier. Draw an additional order, das wäre was. Draw an additional key, das wäre auch was. Page creation costs. Das wäre eigentlich auch was, wenn wir mal ein bisschen craften wollen. Und wir haben natürlich noch hier das
den bösen Zweig scheinbar. Keine Ahnung. Ja, aber die machen dann anscheinend nur Jobs. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen eine Karte mehr pro Runde. Und zwar eine Keykarte, weil Orders haben wir genug normalerweise. Ja. Okay. Gelernt. We did it. So, was haben wir hier jetzt noch? Genau, hier haben wir, glaube ich, alles drin, was wir haben können. Vanquish Evil Spirit. Items. New Knowledge. Ach, guck mal, cool. Hier können wir unsere Items. Ja, guck mal, da haben wir unsere Axt. Ja. Die gibt uns, also das gibt uns einfach nur extra. Ja, das ist wohl Gesundheit. Ausrüstung oder was? Nee. Und die, ja, genau. Und die Candles, das ist, deswegen haben wir das Dreierschild am ersten Turn. Das ist ja super. Und wir haben unser Leben erhöht, indem wir die Axt und diese Finger da haben. Genau, und wir können noch 3 Slots weitere freischalten. Super. Ja, muss man ja auch mal sich mit beschäftigen. Gut, dann können wir ja direkt zurück jetzt. Ich denke schon, wir haben ja alles erledigt. Jetzt kommen wir nach Hause. Oder hier war nichts. You take the demon into your personal service. He will ask for work, like any other chort. The mill is now without a spirit, but this is none of your concern. Cool, wir haben einen neuen Gefährten, der sich mit Haushalt auskennt, anscheinend. Sehr gut. Ja, ist auch super. Kann man immer gebrauchen. Ja, so wollten wir das auch. Das war die erste Nacht. And then he disappeared. He won't be interfering with work at the windmill anymore. So, you took up a new chort. Hope it doesn't backfire. Well, while you were gone, I had some thoughts about the seals. Every single piece has its meaning, and every seal requires a demon. The second one is the Aspen one. We'll have to think what to do next. Ja. Ja, einfach in Reihenfolge. Genau. The first seal was opened by touch, and that was all. How do I open the second? Well, not by simply touching the asp, that's for sure. I think we need evil spirits. So we'll find the aspen demons. Where do you think we can find them, Grandfather? I don't know yet. I'll have to think on it. Go deal with the things you can at the moment, and let me think. Can't we open the others right away? I doubt that, but who knows? Look around a bit, and maybe you'll fortune upon the right chort. I see. Time to get to work, then. Got it. Gut, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir unseren ersten Diener. Hoffentlich. The chorts are back. The chorts are back. Ah, okay. Ja, genau, die kannst du dann anscheinend ja losschicken, dann holen sie dir was. Yeah. I sent them to perform an arduous task. That's why they weren't around. Now I should give them tasks? Well, what did you expect? You knew what you signed up for. Everything has a price, especially wishes. If you don't want them to torture you, send them to curse people. Dein Ernst? That's the life of a Khaldun for you. And if I don't want to curse anyone? Then suffer. These demons won't leave you alone. Ah, okay. I've seen them keine before Sorge, in Gubistad. Cursen einfach jeden. Ich hätte ja gesagt, irgendein Haken hat's. Also wir müssen jetzt die Dämonen, die wir einfangen, entweder zu anderen Leuten schicken, um die zu verfluchen. Oder wir müssen darunter leiden. Genau. Und das heißt vielleicht, wenn wir das natürlich jetzt oft machen und unsere Dämonen in die Welt hinausschicken und die Leute ärgern, dann könnte das natürlich irgendwann auf uns zurückfallen. Wer weiß. Ne? Aber das macht ja nichts. Na, wer weiß. Wir verfluchen alle Leute. Okay. Not often, though. Now you will see them plenty. Na, super. You can observe our entire gubernia in your pistere. In the end, you decide what you do with those shorts of yours. God help us. Ja. Das ist ja wunderbar. Sehr gut. Also unser Pistere. Guck mal, wir haben unseren Shorts. Ja, sehr wunderbar. Vier Visitors heute. Ach du meine Güte. The moment I became a Khaldun, I saw the Uyest in a completely different light. There is no such place where a demon wouldn't hide. You just noticed?
Your own chorts are also a giant pain. Ja, ich glaube, das... Oder wollen wir es noch in dieser Folge machen? Das können wir noch zu Ende machen und danach... Der Opa, der hat uns wirklich eine Menge zu erzählen. Ich meine, es ist auch sehr interessant, aber es ist auch wirklich sehr zeitfressend. Ich finde aber trotzdem, dass wir uns das alles anschauen sollten, weil es gehört eben zum Spiel dazu und sonst verpasst man eigentlich auch so ungefähr die Hälfte und weiß später vielleicht auch gar nicht mehr, worüber die jetzt alle reden, welche, ne? Also, ich denke, wir können uns noch ein bisschen das anhören. Wir können noch einmal mit ihm reden und dann machen wir den Rest des Tages. Der ist ja dann wieder mehr. Wir haben ja 4 Visitor. Wir haben ja einen Chart, den wir noch irgendwo hinschicken müssen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Genau. How did you come to be a Khaldun, Grandpa? Well, told you the other day about the... That's the reason. Fighting the pointy-tailed. I heard once that shepherds are no worse. So I became a shepherd boy. Helped Prokopi, the holy fool. Ein Schäfer, ne? Hey, ich bin dann der Holy Fool gewesen bis jetzt. I shouldn't mention him at night. Knew his way around the forest, that one. And how to find lost cattle. So I studied under him. Anyway, it's a long story. I'll tell you later how I received my knowledge. It's alles not like I got it from him anyway. Had to bust my butt. In any case, see how I managed to teach you. Appreciate that. I do, Grandpa. What kind of man was he, that Prokopi? Not a kind man at all, but of great knowledge. Cursed a lot of people. Practically earned a living that way. Nearly cursed me once. Are shepherds really knowers? What makes you think they aren't? Why don't you try finding all the cattle in the forest without a demon's help? One has to know how to ask the old man of the forest for help. And in case a demon steals a cow or something, you have to be able to get it back. You'll have to learn. What did you think? Shepherds lie on their backs all day. Yeah. You wish. Demons are the one turning the grindstones at the mill. Well, the miller won't turn them, that's for sure. Can't the wind spin them? Do you have to use demons everywhere? It's dangerous, and a sin to boot. Well, what did you expect? It will soon be the 20th century. The demons might make it easier. If they can start making floor, who knows? Maybe we can teach them to reap, too. You've heard of steam engines, huh? I think there's a steam chort inside, like the one you can find in a samovar. Ja, also wir lernen jetzt, wie ich eben schon sagte, ziemlich viel über diese Welt. Und anscheinend nutzten die Menschen in diesem Teil der Erde, in diesem Zeitalter, die Dämonen für ihre Arbeit. Also Windmühlen werden von Dämonen angetrieben, Schäfer werden von Dämonen unterstützt, wenn Tiere abhauen oder sonstiges. Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehr nützlich und auch sehr bequem. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Böse ständig um sich herum. Ne? Und das, deswegen haben diese Leute hier auch so viele Probleme. Ja, und wer mit Feuer spielt, der wird auch verbrannt. Deswegen wird es uns wahrscheinlich auch nicht so schwer fallen, ein paar Leute zu verfluchen. Ja, anscheinend gehört das hier einfach dazu. Ne? Es gibt anscheinend ja viele, die sowieso mit Dämonen arbeiten. Also das ist der Preis. Soll das nicht so viel ausmachen. Das ist der Preis für die Faulheit. Ja. Gut, dass wir heute technisch etwas weiter sind. Sonst hätten wir auch noch Dämonen hier. Ja, du weißt ja, ich betreibe auch alles mit Dämonen hier. Ja, im Rechner, da läuft so ein kleiner Imbrum. Da sind so 3 Charts drin, ja. Mm-hmm. Nothing to it, really. Just give them something to do. The only thing is, they can't manage every task well. Their job is to wreak havoc. They don't like any other sort. Okay, dann würde ich sagen, haben wir in dieser Folge ziemlich viel erreicht. Wir haben die erste Aufgabe erledigt. Wir haben unseren ersten Chort. Und genau. Wir haben ja die erste Aufgabe erledigt, haben noch 4 Besucher, die uns mit Quests vollballern. Eieiei. Wo wir dann vielleicht auch selektieren müssen, was wir da jetzt machen, weil wir vielleicht auch nicht alles schaffen. Keine Ahnung. Und da würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge rein. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt's. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's